Seit über 150 Jahren wird der Handel zwischen Europa und Asien über den Suezkanal in Ägypten abgewickelt. Vor kurzem wurde jedoch ein neues Projekt ins Leben gerufen, das die Handelsrouten umgestalten soll, sodass das wichtigste Drehkreuz nicht mehr Ägypten, sondern der Irak ist. Der kühne irakische Plan sieht den Bau einer sogenannten neuen Seidenstraße vor. Ein modernisiertes Straßen- und Schienennetz, das sich vom Persischen Golf über Bagdad und die Türkei bis nach Europa erstrecken soll. Das Projekt wird 17 Milliarden Dollar kosten und den Bau eines der größten Häfen der Welt beinhalten. Der irakische Premierminister und der türkische Präsident scheinen sich jedoch einig zu sein, dass dieses Projekt die Investition mehr als wert ist und die Chance bietet, die gesamte Region komplett zu verändern. Heute nimmt Looking4 euch mit in den Nahen Osten, um diesen neuen irakischen Korridor zu entdecken, der die Karte der Handelswege neu zeichnen könnte. Um zu verstehen, warum es so kühn ist, mit dem Suezkanal zu konkurrieren, muss man die enorme Bedeutung des Suezkanals selbst erkennen. Seit seiner Eröffnung im Jahr 1869 hat der Suezkanal einen kaum zu überschätzenden Einfluss auf Ägypten gehabt. Durch die Verbindung des Roten Meeres mit dem Mittelmeer führte der schnellste Seeweg von Asien nach Europa durch Ägypten. Davon profitierte das Land in vielerlei Hinsicht, nicht nur durch die vielen Mauteinnahmen. Im Laufe der Jahrzehnte sind ganze neue Städte entstanden. Im Jahr 1956 verkündete der ägyptische Präsident die Verstaatlichung des Kanals. Eine Entscheidung, die wenige Monate später zum Krieg führen sollte. Der Suezkanalkrise. Trotzdem stieg der geopolitische Status Ägyptens in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts weiter an. Es liegt auf der Hand, dass der Besitz eines integralen Teils einer der wertvollsten Handelsrouten der Welt eine Nation völlig verändern kann. Und es ist daher offensichtlich genug, warum andere Nationen im Nahen Osten eine etwas komplexe Beziehung zum Kanal haben. Viele Nationen, von Saudi-Arabien über den Iran bis zum Irak, nutzen den Kanal ebenfalls. Der Irak unterstützte 1956 sogar direkt die Bemühungen Ägyptens, den Kanal zu verstaatlichen. Doch während diese Länder den Kanal unterstützten, haben sie gleichzeitig verschiedene Anstrengungen unternommen, um weniger abhängig von ihm zu werden. So baute Saudi-Arabien in den 1980er Jahren die Ost-West-Pipeline, die auch als Petroline bekannt ist. Ein 1200 Kilometer langes Ölleitungspaar, das sich quer über die arabische Halbinsel erstreckt. Der Nahe Osten hat im Großen und Ganzen von der Verstaatlichung des Suezkanals profitiert. Aber diese Vorteile waren alles andere als gleichmäßig verteilt. Der Handel hat sich für praktisch alle verbessert. Aber Ägypten konnte enorme direkte Einnahmen, erhöhte Auslandsinvestitionen und eine umfangreiche Infrastrukturentwicklung verzeichnen. Andere Länder profitierten in weitaus geringerem Maße und auf indirekte Weise. Der Hafen von Aqaba in Jordanien zum Beispiel schlägt dank seiner Nähe zum Kanal jährlich fast 900.000 Container um. Verschiedene Länder des Nahen Ostens diskutieren schon seit Jahrzehnten im Stillen über eine Umgehung des Kanals. Doch bis vor kurzem hatte niemand einen umfassenden, umsetzbaren Plan angekündigt, um diese kühne Vision Wirklichkeit werden zu lassen. Das änderte sich im April 2023. In diesem Monat besuchte der türkische Präsident Tayyip Erdogan Bagdad, wo er mit irakischen Beamten ein Abkommen unterzeichnete. Das Abkommen sollte die wirtschaftlichen Beziehungen ankurbeln, den Bedarf des Iraks an Wasserzugang berücksichtigen und, noch etwas, einen neuen Handelskorridor entwickeln. Einen Monat später wurden die Einzelheiten dieses neuen Handelskorridors bekannt gegeben. Zum Erstaunen der internationalen Presse handelte es sich um den vielleicht kühnsten Handelsinfrastrukturplan, der seit 1869 im Nahen Osten angekündigt wurde. Gemeinsam wollten die Türkei und der Irak Straßen und Eisenbahnen vom Persischen Golf bis nach Europa bauen. Das Netz sollte sich vom ölreichen Süden des Irak durch das ganze Land bis über die türkische Grenze erstrecken, wo es dann an die bestehenden europäischen Netze angeschlossen werden sollte. Ein Projekt von enormer Tragweite, denn diese neue moderne Handelsroute würde es den Reedereien ermöglichen, sich von den exorbitanten Mautgebühren des Suezkanals zu befreien. Im Jahr 2022 beliefen sich diese Gebühren für die größten Containerschiffe auf 500.000 Dollar.
Wer die Strecke von der irakischen Hafenstadt Al-Faf nach Bagdad, geschweige denn in die Türkei und darüber hinaus zurücklegen will, hat derzeit im Wesentlichen nur eine Möglichkeit. Die Fahrt auf einer Autobahn, die von Saddam Hussein in den 1980er Jahren gebaut wurde und passenderweise Freeway One heißt. Abschnitte dieser alten und schlecht ausgestatteten Autobahn sind immer noch einspurig. Das heißt, es gibt keine Mittelstreifen zwischen dem Gegenverkehr. Obwohl der Freeway durch Bagdad führt, verläuft der größte Teil der mehr als 1000 Kilometer langen Fahrt durch den Irak durch abgelegenes Gebiet. Entlang der Strecke gibt es nur eine Handvoll Hotels und es gibt so wenige Tankstellen, dass die Fahrt mit einem gasbetriebenen Fahrzeug logistisch schwierig ist. Während Abschnitte dieser einsamen Autobahn von zahlreichen einheimischen Irakern genutzt werden, vor allem für kürzere Fahrten, findet auf ihr, aus naheliegenden Gründen, nur sehr wenig internationaler Handel statt. Der Irak verfügt zwar auch über ein Eisenbahnsystem, das aber notorisch langsam ist. Öltransporte oder Nachtreisen mit dem einzigen Personenzug des Systems können bis zu 12 Stunden dauern, um Bagdad von Basra aus zu erreichen, bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von weniger als 50 Kilometern pro Stunde. Dies hat die irakische Führung jahrzehntelang frustriert. Denn wenn man auf die Karte schaut, könnte die Strecke die geradlinigste, schnellste und beste Verbindung vom Persischen Golf nach Europa sein. Und sollte es ihrer Meinung nach auch sein. Im Mai 2023 wollen die Türkei und der Irak genau diese beste Strecke bauen. Das ganze Projekt beginnt am Anfang der neuen Handelsroute, an der Südspitze der Al-Faf-Halbinsel. Im Jahr 2010 startete der Irak ein Projekt, um diesen Ort zum größten Hafen im Nahen Osten zu machen. Phase 1 sollte 2019 abgeschlossen werden, wurde aber auf 2025 verschoben. Dennoch wurden erhebliche Fortschritte erzielt. Im Jahr 2020 wurden die neuen Wellenbrecher des Hafens vom Guinness-Buch der Rekorde als die größten der Welt zertifiziert. Die Bauarbeiter haben auch die grundlegende Infrastruktur wie Docks, Liegeplätze und Kajen fertiggestellt, mit einer Gesamtumschlagskapazität von fast 100 Millionen Tonnen verschiedener Güter und einem Kostenaufwand von fast 5 Milliarden Dollar. Der Grand Faf Port, wie er genannt werden soll, wird das Tor zu Europa für diese neue Handelsroute sein. Neben dem Hafen ist der erste große Punkt auf der Liste die Schaffung eines völlig neuen Autobahnsystems. Im Gegensatz zum Freeway One wird die neue Autobahn bis zu 6 Fahrspuren haben, natürlich durch einen Mittelstreifen getrennt. Dazu gehört auch eine mehrspurige Flughafen-Hauptautobahn in Bagdad. Die Autobahn wird mit einer umfassenden Beschilderung, modernen Beleuchtungssystemen und Überwachungssystemen wie Geschwindigkeitskameras ausgestattet. Außerdem wird die neue Autobahn mit zahlreichen Tankstellen, Raststätten, Hotels, Restaurants und so weiter ausgestattet sein, was den Fernreiseverkehr erheblich erleichtern wird. Obwohl der neue Freeway eine bedeutende Entwicklung darstellt, verblasst er im Vergleich zu dem neuen Eisenbahnsystem, das parallel dazu gebaut wird. Das zweigleisige System wird parallel zum Freeway verlaufen und die gleichen Stellen passieren. Der Güterzug soll ursprünglich eine jährliche Beförderungskapazität von 3,5 Millionen Containern mit 22 Millionen Tonnen Fracht haben. Das ist weit entfernt von der jährlichen Frachtmenge des Suezkanals von über 500 Millionen Tonnen. Aber es besteht kein Zweifel daran, dass diese neue Bahnverbindung die Vorteile des Kanals ausschöpfen wird, da sie eine schnellere Alternative zur herkömmlichen Route bietet. Gleichzeitig soll der angrenzende Personenzug das Zugfahren im Irak revolutionieren, indem er den Fahrgästen einen bisher nicht vorhandenen Luxus wie WLAN an Bord und ein gehobenes Essensangebot bietet. Am wichtigsten ist jedoch, dass der neue Zug schneller sein wird. Sehr viel schneller. Die neue Reisezeit von Basra nach Bagdad wird 2 statt 12 Stunden betragen. Der Irak wird seinen 50 Kilometer Zug pro Stunde durch einen 300 Kilometer Zug ersetzen. Das ist so schnell wie Frankreichs Hochgeschwindigkeitszüge. Wenn dies gelingt, wird dies die größte Explosion der Zuggeschwindigkeit sein, die ein Land je erlebt hat. Aufgrund von Reisebeschränkungen und wirtschaftlicher Not hat eine beträchtliche Anzahl irakischer Bürger das Land noch nie verlassen oder ist noch nie mit einem Flugzeug geflogen. Die meisten reisen stattdessen mit dem Bus, mit einem langsamen Zug oder auf Straßen, die nicht immer gut instand gehalten werden. Mit einer Geschwindigkeit von fast 300 Kilometern pro Stunde durch das Land zu fahren, wird für Millionen irakischer Bürger, die diesen Service nutzen sollen, eine gewaltige Umstellung sein.
Der Personenzug wird voraussichtlich 13 Millionen Fahrgäste pro Jahr befördern. Es liegt auf der Hand, dass es sich hierbei um ein riesiges Projekt handelt, das sich nicht nur über Jahre, sondern über Jahrzehnte erstrecken wird. Der Bau des Korridors soll in drei Phasen erfolgen, die bis 2050 abgeschlossen sein sollen. Am 22. April 2024 wurde während eines Besuchs des türkischen Präsidenten in Bagdad ein Kooperationsabkommen zwischen dem Irak, der Türkei, Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten unterzeichnet, wobei der Großteil der Finanzierung aus Doha und Abu Dhabi stammt. Diese Partnerschaft ist ein enormer Fortschritt. Aber der Irak steht auf dem Weg zu seiner neuen Seidenstraße noch vor einigen gewaltigen Hindernissen. Dazu gehört vor allem das Problem der Korruption. Nicht zuletzt aufgrund der langjährigen Sanktionen und Konflikte ist die Korruption sowohl im öffentlichen als auch im privaten Sektor eine Realität. Die effektive und transparente Zuweisung von 17 Milliarden Dollar für ein mehrstufiges Infrastrukturprojekt wäre eine echte Herausforderung. Und selbst wenn es dem Land gelingen sollte, diese Schwierigkeit zu überwinden, wird es ein weiteres Problem zu bewältigen haben: den Wettbewerb. Der Irak ist ein Außenseiter in einem Drei-Personen-Rennen zur Schaffung einer neuen Seidenstraße. Sowohl China als auch Indien arbeiten an ihren eigenen, ähnlichen Projekten zur Schaffung eines neuen Handelskorridors zwischen Asien und Europa. Beide vorgeschlagenen Routen führen am Irak vorbei. Schlimmer noch, der von Indien vorgeschlagene Korridor würde auf seinem Weg sowohl durch Saudi-Arabien als auch durch die Vereinigten Arabischen Emirate verlaufen, was die ohnehin schon gut gestellten Nachbarn weiter begünstigen und den Irak im Stich lassen würde. Um mit dem Suezkanal konkurrieren zu können, muss der neue irakische Korridor trotz Korruption und vor anderen Nationen gebaut werden, die versuchen, die gleiche Gelegenheit zu nutzen. Die Beförderung von 13 Millionen Passagieren und 22 Millionen Tonnen Gütern pro Jahr durch das vom Krieg zerrüttete Land könnte das Blatt jedoch sehr wohl wenden und dem Irak den Weg in die schillernden Reihen von Kuwait, Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten als eine der reichsten Nationen im Nahen Osten ebnen. Wenn sie es schaffen, wird der Irak 100.000 neue Arbeitsplätze und 4 Milliarden Dollar pro Jahr erhalten. Kein geringer Aufschwung für ein Bruttoinlandsprodukt, das im Jahr 2022 bei knapp 265 Milliarden Dollar lag. Es ist ein langer Weg, sowohl im wörtlichen als auch im übertragenen Sinne. Aber es ist alles andere als unmöglich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, solltet ihr es abonnieren, um in Zukunft weitere Inhalte dieser Art zu erhalten. Das war's fürs Erste. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei Looking For.